Wie fangen wir an? Gar nicht. Nee, Okay, ich dann weiß. würde ich sagen, ist das unser Anfang. Ja, also das ist jetzt der erste Podcast, den wir jetzt machen werden. Hallo. Hallo, Guten ich bin der Tag. Host, Merlin, aka Naga, und heute sind dabei Tofu, aka Jeldrick. Andersrum, egal. Moin. Und Kilian, aka Rathalos, Ranger. Yeah, hier Imami Gang Gang, nicht vergessen. Und nächstes Mal versuche ich nicht so viel dazwischen zu reden. Ach was. Ja, das erste Mal wollten wir es etwas kürzer halten. Deswegen fangen wir mit dem Gesprächsthema an, was wir so in letzter Zeit gespielt haben. Und da habe ich auf der Liste Persona 3 Dancing in Starlight. Moonlight. Moonlight, sorry. Das hast du gespielt. Was ist deine Meinung dazu? Ja, im Endeffekt ganz gutes Spiel. Am Anfang habe ich angefangen. So, das erste Lied, das ich gespielt habe, war gewöhnungsbedürftig erstmal. Da hatte ich das Gefühl, das wird vielleicht kein Spiel für mich. Im Endeffekt, nach so drei, vier Liedern wurde es deutlich besser. Und hatte ich das Gefühl, ich komme rein. Wurde ganz gut. Hat Spaß gemacht. Ja, grundsätzlich mal zu Ja. sagen, das ist natürlich das Persona-Rhythmus-Spiel, welches auf Persona 3 basiert. Yeldrick, hast du Persona gespielt? Nee, Persona 3 habe ich gar nicht gespielt. Also generell, ich habe noch gar kein Persona gespielt. Aber ich So, habe ja, ich auch. Dancing in Moonlight erst gespielt und nicht Dancing in Starlight, weil Persona 5 würde ich auf jeden Fall noch spielen. Naja. Persona 3 nicht Persona 3 soll auch unbedingt ganz cool wahrscheinlich. sein. Also vielleicht irgendwann mal, aber das wird jetzt nicht so auf der Liste stehen, was ich als Warte, nächstes ich spielen würde verstehe oder jetzt so, nicht ehrlich. ganz. Hey, was ist jetzt Dancing in Moonlight Star? Was ist das? Das Ein ist das, Spin-off oder das was? ist das Spin-off, welches ein Rhythmusspiel ist. Ach So so. Project Diva mäßig. Ah. Ah, okay. Ich war gerade ziemlich verwirrt. Teilweise. Ja, wie war das denn? Weil da wird ja auch sehr viel über die Charaktere gesprochen. War das ein bisschen merkwürdig, weil du das Spiel nicht gespielt hast, oder konntest du dich gut mit denen Es anfreunden? ging, also ich konnte die Charaktere ja schon so ein bisschen kennenlernen, zumindest. Aber, ja, also die Charaktere wurden ja quasi vorgestellt, als würde man sie schon kennen. Aber auch nicht so stark. Also es geht, ich glaube, man kann die Charaktere auch gut kennenlernen, ohne dass man verwirrt wird. Weil es trotzdem gut erklärt wird durch die ganzen Social Events und so. Obwohl ich manchmal dann doch schon ein bisschen abgefuckt war davon, mir die Social Events die ganze Zeit anzugucken, die ganze Zeit irgendwas zu hören. Ja, Ja. und dann denke ich mir eigentlich so, jo, ich will einfach gerne dieses nächste Lied spielen. Aber sonst, ganz gut. Und die Charaktere waren gut, sie sahen gut aus. Die Voice Actor waren großartig. Das stimmt. Ich mag Igis. Igis ist, glaube ich, mein Lieblingscharakter von denen, die da drin im Spiel Ja. waren. Ja. Schon ziemlich, würde ich sagen, Ja, ist ein gutes ja. Spiel. Und Persona 5 Dancing, das ist genauso. Also das ist einfach das gleiche Spiel, basically mit anderen Liedern und Charakteren, aber an sich vom Spielprinzip her ist es das gleiche. Und da hast du es direkt auf Platin gespielt. Ja, natürlich. Ist ja nicht so schwer. Dafür musst du ja nicht Ja. mal die Lieder auf den höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Also kaum. Ein paar, glaube ich, müsste man spielen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich ein paar gespielt, aber das ist ja sowieso nicht so. Also, man hat ja noch diese Hilfestellungen. Mit denen ist es ja unmöglich zu verkacken eigentlich. Weil man ja, da gibt es ja noch so Sachen mit, dass man einfach jeden Knopf drücken kann, um eine Note, egal wo, zu treffen. Natürlich gibt es dann noch die Doppelnoten, da musst du halt zwei Knöpfe gleichzeitig drücken und so weiter, aber im Endeffekt macht es das halt sehr einfach, da noch gut unterbricht keine Kombos. Das heißt, du hast eigentlich fast durchgehend unendlich lange Combo. Das heißt, du schaffst eigentlich jedes Lied, wenn du die Hilfestellung anmachst, aber ohne Hilfestellungen sind auf den schweren Schwierigkeitsgraden. Das ist mir dann doch schon ein bisschen zu heftig. Würdest du sagen, dass sich dieses Spiel dazu inspiriert hat, weiter Rhythmusspiele zu spielen? Also so andere? Ja, schon. Also ich habe bisher noch keine gespielt, aber es hat mir quasi die Augen dafür Also Nummer geöffnet. ein Spiel, was ich dir empfehlen kann, Project, wie hieß es? Hast du denn Diva, Miku? Tsunemiku, Future Tone? Diva Future Pro, Tone Project Ananas. Hast du denn Das ist das Miku, Erste, was ich dir empfehlen kann. Habe ich davon die Demo gespielt? Gab es davon eine Demo? Davon gab es eine Demo, ja. Ja. Der kann man Ja, dann habe zwei ich. Songs spielen. Dann habe ich, glaube ich, die Demo gespielt. Aber das Oh war mein ja Gott. nicht Ich weiß so nicht, ich würde viel. Das war sagen, so. Rhythmusspielmäßig, also rein vom Spielprinzip würde ich sagen, dass Project Diva besser ist als Persona. Musik ist natürlich, ne, Vocaloid, mag nicht jeder, aber
Allein vom Gameplay her würde ich sagen, ist das besser. Ja, Persona Musik mag jeder. Verständlicherweise. Mass Destruction, bestes Lied der Welt. Das ist wahr. Ansonsten habe ich Power Rangers gespielt. Power Rangers Battle for the Grip. Das habe ich für einen 10 aus dem PlayStation Store gekauft. Das ist, würde ich sagen, das beste Fighting Game aus dem letzten Jahr. Das ist mittlerweile in der. Ja. Was ist das für ein Fighting Game? 2D? 3D? Arena Fighter? Das ist ein 2D Fighting Game, so wie die alten Street Fighter mäßig. Das. Oha. Ich würde es am ersten vergleichen mit Marvel vs. Capcom, weil es hat diese Tag Team Mechanik, dass du so gesehen drei Charaktere gleichzeitig spielen kannst und die halt wieder rein und raus switchen kannst. Und ja. Dieses Spiel hat so ein großes Combo-Potenzial, das ist unglaublich. Du kannst in einer Runde kannst du mit einer Combo basically den ganzen Charakter K.O. machen. Das ist super krass. Das klingt so. Ich glaube, wenn ich das online spielen würde, ich glaube, ich würde irgendwann wäre der Punkt, wo ich einfach, glaube ich, meinen Fernseher einschlagen würde. Oh ja, definitiv. Ich wollte schon. Das klingt schon so, Digga, dass ich ausraste, garantiert, oder? Ja. So sah das Video von mir wieder raus. Ja. Aber das ist gut, wenn du selber andere Leute dann wegkommen musst. Ich weiß nicht, ich würde schon sagen, es ist eines der besten Fighting Games, die ich generell gespielt habe. Und ich habe keine Ahnung von Power Rangers, so gar nicht. Ich hab nie was davon gesehen, ich habe, glaube ich, auch nicht wirklich Interesse, jemals zu sehen. Nein. Nein, gar nicht. Das ist eigentlich oh. Ich habe das früher immer auf Nickelodeon geguckt, da lief ja der Power Rangers Samurai, Power Rangers Megazord oder wie das ist. Einfach Legende, Digga. Ja, aber das Spiel an sich ist gut, auch wenn ich keinen dieser Charaktere kenne. Also es gibt einen Charakter, der heißt Dodonna, der ist eher so ein Sauna-Charakter, der aus der Entfernung den Gegner abschießt und du musst nicht wirklich was denn machen. Ich habe mehrere Messages auf PlayStation bekommen, dass ich scheiße bin und mein Charakter doof ist, aber... Ist das nicht in jedem Fighting Game so? Ja, ich habe ich glaube, das ist in jedem Online-Spiel einfach so. Ja, klar. Ich weiß nicht, ich wäre auch interessiert, die Season-Pässe zu kaufen, weil die Charaktere davon, ich habe welche gesehen online. Der interessanteste Charakter, den ich gesehen habe, ist Lord Zedd. Das ist der Antagonist aus dem Originalen, aus dem Multimorphen Power Rangers. War das, glaube ich? Das ist dieser große schwarze Mann. Das ist ein großer Typ, der hat ein Zepter in der Hand. Ja, genau, ja. Der war auch im Power Rangers Samurai. Ja, das ist der größte Joke-Charakter überhaupt. Die ganzen Angriffe sind irgendwie nur, wie er andere Minions nach vorne schickt und weggeht und sowas sagt wie "Prepare the Palace for my return". Halt, der sagt schon, dass du verloren hast, wenn der Kampf gerade erst angefangen hat. Also vom Charakter her würde ich sagen, ist er da auf jeden Fall einer der witzigeren. Also ja, wenn man wirklich das sagt hat, okay, Fighting Games sind cool, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn man Power Rangers jetzt nicht gerade kennt. Yakuza Zero. Yakuza Zero, genau. Hab ich nie gespielt. Ich habe nur ein bisschen von Kiwami am Anfang gespielt, die ersten halbe Stunde oder so. Nicht durchgespielt. Nö. Ach, Yakuza Kiwami ist auch ein gutes Spiel. Ja, musst du mal weiterstellen. Wie er schon sagte, schon echt gut, dieses Spiel. Ja. Also ja, du hast angefangen mit Yakuza Zero? Ja, genau. Nachdem ich Kiwami durchgespielt hatte, weil es ja PlayStation Plus kostenlos war. Mhm. Würdest du sagen, Kiwami ist besser als Zero? Nee, das kann ich noch nicht sagen. Dafür habe ich zu wenig Zero bisher gespielt. Ich kann aber sagen, dass das Kampfsystem ist ja. Also im Endeffekt spielt sich das genau gleich. Die Heatleiste da ist nur ein bisschen anders, aber im Endeffekt das gleiche. Also die ist einfach nur anders designt im Endeffekt. Sonst ist es ja eigentlich alles das gleiche. Dementsprechend. Spielerisch ist das bisher 1:1 das gleiche. Die Story weiß ich halt nur noch nicht so viel von. Ich war in den ersten paar zwei Stunden oder so auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden, eine bestimmte Person zusammenzuschlagen und dann. Und ich hatte auch direkt wieder richtig Bock auf das Spiel, nachdem ich angefangen habe. Nachdem Kiwami jetzt ein paar Monate her ist. Ja, wie weit bist du gekommen? Bisher bin ich. Ich habe 2,5 Stunden vielleicht gespielt bisher. Vielleicht auch 3 oder so, aber nicht viel mehr. Also, wir hatten gerade keine Unterbrechung.
Wie weit ich bin. Richtig, ja. Ja, genau. Wie weit bist du jetzt, wenn Yakuza 7? Ja, im Endeffekt quasi so das erste Mal irgendwo so richtig. Also vorher waren halt so unabhängige Kämpfe. Hm. Und danach war ich jetzt so ziemlich beim ersten Mal, würde ich sagen, so. Ach, du meinst da bei Kuse? So das erste, genau. Da so das erste Mal, wo ich dann halt dadurch das Gebäude gelaufen bin, da Leute zusammengeschlagen habe. Also häufiger nacheinander und nicht nur so auf der Straße ein paar Jungs. Da bin ich jetzt durch, dann bin ich zurück. Dann habe ich noch ein bisschen Kleinkram gemacht, aber da ist jetzt im Endeffekt nicht so viel passiert. Durch Sidequests? Ja, habe ich auch schon ein paar gemacht. Aber im Endeffekt war das dann halt danach noch ein bisschen rumlaufen und so. Das war's. Naja. Ich glaube, soweit habe ich bisher Zero S gespielt. Und das heißt, du hast noch nicht den Charakter gewechselt? Nee, soweit bin ich noch nicht. Schade. Ja, also als jemand, der Zero auch gespielt hat, und vorhin auf die Frage von Kian nochmal zurückzukehren. Ja, ich würde schon sagen, dass Yakuza Zero definitiv besser ist als Yakuza Kiwami. Würdest du sagen, um Weiten besser, oder? Ja, ich würde sagen, allein durch die Story. Die Story von Yakuza Zero ist einfach so gut. Ja, und allein durch das Theme. Ja, das ist aber grundsätzlich die Yakuza-Reihe. Weil Bakami Taiji ist ja in vielen Spielen drin. Ehrlich? Ja. Ich dachte jetzt nur in Zero. Nein. In Yakuza 5 und Yakuza 4 ist das auch drin und dann können auch verschiedene Charaktere das singen. Deswegen gibt es ja auch die Akiyama und die Tiger-Version. Aber wir können über diese Spiele später reden, wenn das zum Beispiel, ja, da gibt es einfach vor, weiter die Yakuza-Reihe zu spielen, dann vielleicht die Spiele gespielt hat. Ja. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass Yakuza Zero mit Yakuza 5 zusammen, Yakuza Zero ist schon besser. Ich würde schon sagen, dass Yakuza Zero das beste Yakuza-Spiel ist. Das ist schon auf einem anderen Level. Ich habe Ys gespielt. Das ist das erste Teil von der Ys-Reihe. Das ist ein JRPG, welches Realtime-Combat hat. Im Gegensatz zu anderen Spielen wie Dragon Quest und Final Fantasy. Warte, wie heißt das nochmal? Ys ist, also Y*S. Ich weiß gar nicht, also der genaue Name ist irgendwas Memories of Celceta oder sowas. Es geht um den jungen Adol, der seine Erinnerung vergessen hat und dann bekommt er einen Auftrag, eine Karte von dem Wald zu machen, dann geht er los. Die Story ist jetzt nichts Besonderes, es ist eher eine klischeebehaftete JRPG-Story. Und die Charaktere sind jetzt auch nicht sonderlich gut. Welches ist das Spitzste? Das erste, Ys, Memories, ja. Aber das Gameplay ist, das ist wirklich gut. Also, es hätte sich oft das mal angefühlt, als würde ich gerade eher so eine Art Character-Action-Spiel, so eine Art Devil May Cry spielen, anstatt dass ich ein JRPG spiele. Weil du hast auch diese verschiedene Möglichkeiten, Angriffe zu machen. Also Spezialangriffe. Der lädt sich auf, wenn du normal angreifst. Und wenn du Spezialangriffe dann einsetzt, lädt sich seine Superattacke auf. Und Adol hat so eine Fähigkeit, dass er halt so einen Sprit nach vorne machen kann. Und wenn du das 50 times, kannst du halt hauen, durch den Durchspritten, dann speedest du durch alles durch. Und das ist einfach gameplay-mäßig wirklich gut. Aber Story, ne. Ich würde eher vorschlagen, wenn man vorhat, ein gutes JRPG zu spielen, würde ich die Tales of Raya grundsätzlich empfehlen. Tales of Berseria und Tales of Vesperia. Beides sehr gute JRPGs mit Realtime-Combat. Also, wo müssen wir mit JRPGs gerade reden? Derek, du hast FF7 Remake gespielt? Ja, schon mehrfach quasi. Mhm. Jetzt, meine letzte Aktion war es, auf Platin zu spielen. Okay. Dementsprechend habe ich natürlich auch wieder das Ende gespielt. Dementsprechend habe ich natürlich auch wieder Depressionen bekommen danach. Ja, das Ende haben sie geändert im Gegensatz zum Original. Was ist denn jetzt, da du es gerade schon angeteasert hast, was ist denn deine Meinung dazu? Also an sich kann ich sagen, großartiges Spiel. Mhm. An sich würde ich sogar fast sagen 10 von 10. Gleichzeitig löst das in mir sehr unangenehme Gefühle aus. Das erste Mal, als ich es durchgespielt habe, hatte ich no joke, die erste Nacht oder vielleicht auch die zweite, war ich, glaube ich, safe wirklich bis 5 Uhr morgens wach. Und das nicht, weil ich es wollte, sondern das eher, weil ich wirklich gedanklich beschäftigt war. Und zwar wirklich mit diesem Spiel. Und das ist kein Joke, ich war wirklich beschäftigt mit diesem Spiel, Es hat einfach gemischte Gefühle ausgelöst. Ich will fragen, ob wir jetzt in eine spoilermäßige Abteilung gehen wollen? Nee, ich würde es spoilerfrei lassen, glaube ich. Okay. Also,
Ja, doch, würde ich sagen. Mhm. So an sich, also storymäßig geht das Spiel ja sowieso erstmal nur so, ist das im Endeffekt vom Original ja nur ein ganz kleiner Teil, so bis man aus der ersten Stadt raus ist. Das ist dann ja noch so alles so ein bisschen genauer und so, das ist auch alles wunderschön. Ab und zu habe ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass ich noch so ein bisschen andere Teile der Stadt sehe und so. Weil dementsprechend natürlich nur Bereiche der Stadt, weil die Stadt ja riesig ist, nur Bereiche behandelt wurden, in denen die Charaktere natürlich auch da sind. Natürlich wünscht man sich dann so ein bisschen, dass man vielleicht auch noch den Teil sieht und so, den man halt nicht kennt. Aber naja, ist ja auch verständlich, dass das nicht passiert. So, dann storymäßig wurden dann noch so ein paar Sachen hinzugefügt, natürlich Sachen geändert, was ja verständlich ist nach Jahren, dass man dann noch Sachen, entweder Details noch andere hinzufügt, weil man da ja nicht so viele Details hatte, genauso wie die Charaktere vielleicht ein bisschen anders von der Ausstrahlung auf einige als vorher, weil vorher hat man ja natürlich nur Textboxen gehabt und so einen Würfelkopf, der steht, aber der zeigt ja keine Emotionen, also kaum. Und jetzt natürlich mit den Voice-Actern, die ich auch im Deutschen sehr gut finde. Tatsächlich, am Anfang war ich ein bisschen zwiegespalten, was Barrett anging. So, die ersten Sätze kamen dir ein bisschen komisch vor. Später ist er trotzdem gut und an sich, glaube ich, fällt mir jetzt kein Charakter ein, wo ich sagen würde, dass ich da die deutsche Sprachausgabe nicht so gut fand. Ich glaube, das fand ich überall ganz, ganz akzeptabel. Ja, genau. Und damit sind natürlich die Charaktere mehr Emotionen, wirkt ein bisschen anders vielleicht. Das ist aber alles gut gewesen. Vom Gameplay auch großartig. Dann kam aber zum Ende hin so ein bisschen verwirrende Sachen. Ja, du hast schon gesagt, dass das Ende nicht gut ist. Ja, genau. Die haben mir so ein bisschen das Herz gebrochen. Halbwegs. Oder zumindest mein Herz befindet sich nicht mehr im Normalzustand. Das ist eher so ein... Ich ringe mit Angst, mit sehr viel Angst, dass irgendwas passiert, was ich nicht mag. Dann gibt es natürlich noch Theorien, was passiert, worauf es andeutet und so weiter. Genau, dann gibt es natürlich, die ergeben natürlich alle super viel Sinn. Werden aber wahrscheinlich sowieso nicht genau so passieren, aber vielleicht ähnlich und das macht mich dann schon traurig. Und als ein bisschen Angst. Aber als ein Fan der Originalspiele, würdest du sagen, dass dieses Spiel besser oder auf dem gleichen Stand oder vielleicht sogar schlechter als das Original ist? Ich würde eigentlich sogar sagen, dass das eher schwierig vergleichbar ist jetzt inzwischen. Ja, das ist wahr. Also, es fällt mir schwierig zu sagen, jo, das wäre besser oder das wäre besser. Also im Endeffekt ist natürlich das Original irgendwie... Ist halt einfach das, bleibt ja das Original. Ja, klar. Also dementsprechend hat es eine andere Stufe, würde ich sagen, als jetzt das Remake. Aber es ist halt vom Spielerischen her schon deutlich anderes Spiel, dass ich das nicht so einfach vergleichen könnte, glaube ich. Okay. Das ist gut. Aber was hältst du davon, dass dieses Spiel in mehrere Teile aufgespalten wurde, anstatt einfach als ein ganzes Remake rauskam? An sich nicht so gut, weil da muss ich warten, bis ich weiterspielen kann. Ja, ich schätze. Ja. Vielleicht verständlich. Also, weil dadurch ist jetzt natürlich der Teil, den ich jetzt gesehen habe, das ist ja vollwertiges Spiel. Das ist. Hat viel Inhalt. Hat auch gut viel Inhalt. Ich glaube, ich habe jetzt allein auf dem Einspeicher, mit dem ich das jetzt auf Platin gespielt habe, 100 Stunden gespielt. Wow. Dementsprechend, also normal durchspielen dauert auch 40 Stunden oder so. Wird das heißen, wenn die ganzen anderen Teile rauskommen, dass man dann noch eine Platin-Trophäe holen kann? Ja, na klar. Das sind es sollten eigene vollwertige Spiele sein. Boah, ich sehe gerade verstanden. Ansonsten wäre das ein bisschen dumm. Ja, ich schätze, sie haben das auch aufgespalten, unter anderem damit für die PS5 und für die neue Xbox dann nochmal neue Spiele, also damit sie die Spiele nochmal hübscher machen können, weil Final Fantasy VII Remake sieht jetzt unglaublich gut aus, aber... Ja, genau, und dann ist das jetzt ja gerade noch genau an der Schwelle, ja, und dementsprechend hätte man natürlich einen Moment warten können, hätte man das Ganze natürlich nochmal, also ist quasi Potenzial verschwendet. Eben, weil auf der PS5 wird das besser aussehen, es wird noch besser aussehen, das ist das Ding. Weil dass das jetzt auf der PS4 gut aussieht, wird dann vielleicht auf der PS5 einfach nur noch normal aussehen, also... Ich hätte, das ist ein großer Grund, warum
größter Grund dafür, dass sie es abgespaltet haben. Ja, und sonst natürlich noch so nimmt man quasi für die einzelnen Teile des Spiels mehr Inhalt bieten kann, gegebenenfalls. Also sonst wird es ja nicht funktionieren. Sie können jetzt ja nicht Inhalt, der jetzt ja hier ist, als vollwertiges Spiel in dem ersten Teil, was ja nur ein geringer Teil des Gesamtspiels ist. Also ja nicht mal irgendwie ein Drittel oder so, dennoch deutlich weniger. Ja, dadurch kann man ja genauer auf die Sache eingehen dann. Dadurch, dass man dann mehrere Spiele macht. Weil, also in einem könnte ich ja jetzt nicht die gesamte Story machen und dann noch überall jeden einzelnen Teil noch mehr hinzufügen und das noch detaillierter machen und so weiter, dann ist das Spiel ja irgendwann viel zu lang groß. Ja, und natürlich, damit sie nochmal extra Geld verlangen können. Ja, genau, natürlich. Und dann haben wir noch mehr Zeit und so weiter. Ja, dass man sowieso schon sich ein bisschen Zeit gelassen hat. Ja. Die hätte das Spiel auch nicht sofort ankündigen müssen, als das Projekt erstellt wurde. Ich meine, der. Als gerade jemand so die Idee gebracht hat. Ja, eben. Der Director hat erfahren, dass dieses Spiel directen wird auf der E3, wo alle das auch erfahren haben. Also. Ja, das war vielleicht nicht ganz gut gehandelt von Square Enix. Mm-mm. Auf jeden Fall nicht. Aber im Endeffekt ist es trotzdem ganz gut geworden. Ja, das freut mich ja. Terraria. Kilian, du hast ein bisschen Terraria gespielt in letzter Zeit. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Ja, ich tue es auch jetzt gerade. Okay. Also, allgemein Terraria, ihr wisst ja alle, ihr habt es alle gespielt. Wer es nicht gespielt hat, ja, klar. Abschaum. Ihr verpasst da wirklich was, Digga, das Spiel ist. Aber vor allem jetzt 1.4 habe ich jetzt nicht wirklich gespielt, weil allgemein einfach Vanille Terraria ist so langweilig geworden, vor allem wenn man dann Terraria noch mit Mods gespielt hat. Mit Mods ist das Spiel nochmal. Das spielst du auf dem PC? Wobei. Yep. Okay. Ich meine, 1.4 ist ja jetzt bis jetzt nur auf dem PC raus. Ich würde auch sagen, 1.4. Es hat jetzt nicht so viel geändert, um ehrlich zu sein. Oh, okay. Ich meine, es gibt ein paar neue Sachen. Was mich am meisten freut, dass es ein neues Paar Schuhe gibt. Also, dass man die zwei krassesten Schuhe ineinander verschmelzen kann. Die wollte ich direkt am Anfang holen, weil man kann die Pre-Hard-Mode holen. Also, ist eigentlich so gesehen direkt am Anfang des Spiels. Aber irgendwann habe ich dann aufgegeben, als ich dann irgendwie 10 Stunden lang, wirklich legit 10 Stunden, ein scheiß Item gesucht habe, irgendwo im Untergrund, in der goldenen Truhe. Ich hab's nicht gefunden, oder? Ich hab dann einfach aufgegeben, es ging aber nicht anders. Okay. Ja, und jetzt habe ich so langsam wieder angefangen mit Terraria, mit Mods. Ich meine, ich glaube, ich habe vorgestern angefangen, wieder ein bisschen zu spielen. Ich hab auch jetzt schon wieder eine schöne Welt, mit einem schönen Haus, Magic Storage, alles drum und dran. Geil spielen. Was denn mit Magic Storage? Genau. Magic Storage ist, man kann Truhen in so Storage Blocks verwandeln, also nicht verwandeln, sondern so Storage Blocks craften mit einer Truhe. Und die Storage Blocks kann man aneinander verbinden und dann ein Storage Axis da dran bauen. Okay, also ist das. Also ist verschmilzt das so gesehen, alle Truhen zusammen so gesehen, ja. Ist das dann quasi so wie wenn, also. Wie bei, ich weiß nicht, wie die Mod heißt, bei Minecraft. Das ME-System, da hast du ja dann quasi das gleiche, nur. Jupp. Also, ja, genau. Du meinst, ja, wenn man im Inventar ist, an der Seite? Nee. Ich meine, dieses ME-System ist so ein Panel, das ist so ein Crafting-Feld-Panel-Ding und da nutzt du dann so quasi Festplatten oder sowas ran und dann speist du da in dieses System quasi die. Alle deine Items rein. Dann kannst du über dieses eine Panel halt einfach alles rausholen und auch craften und so ein Kram. Da hast du dann unendlich viel Vollkapsel quasi reinmachen. Du musst dich natürlich vergrößern. Also du musst ja Storage vergrößern, indem du da halt Sachen ranbaust nochmal. Neue Sachen. Aber im Endeffekt das gleiche, ja. Okay. Ja. Hier kann man dann auch natürlich die Dings verbessern. Im Laufe des Spiels so mit Crimson Barren und so ein Scheiß. Egal. Aber das die Kost. So. Ja, egal, die größere Frage ist ja, was ist besser, Terraria oder Minecraft? Ganz ehrlich, ich bin ganz offen. Ich bin mir nicht sicher, ganz ehrlich. Okay. Warum nicht? Jetzt vom Vanilla Game her würde ich sogar sagen, ist Terraria besser. Oh, okay. Sagen noch ein paar mehr Stunden Spielzeit.
Ah, Minecraft mit Bots ist besser, oder? Ja, nee, oder? Ich meine, allgemein, ich kann einfach kein Minecraft mehr spielen. Ich habe jetzt auch... Ich habe jetzt irgendwie seit 4 Monaten oder so kein Minecraft mehr gespielt, weil ich kann es einfach nicht mehr. Ich habe so viel Minecraft... Ich könnte schon sagen, ich habe Minecraft tot gespielt. Oh. Ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Ich sehe es und denke mir, bitte geh weg, ich habe keinen Bock mehr auf dich. So ein Hase ist das. Minecraft ist deine Ex-Freundin, die du nicht mehr sehen willst, okay? Ja, okay. Ja, meine Minecraft-Ex-Freundin. Die wohnt jetzt safe 20.000 Blöcke weit entfernt. Aber auf einer anderen Achse als du, weil du bist jetzt ein Terrarier. Ja. Anderes Universum, andere Ebenen. Und so habe ich eigentlich nicht wirklich viel gespielt, außer dass ich mir irgendwie letzte Woche oder so ein neues Spiel für PlayStation gekauft habe. Und Punchman, a Hero Nobody Knows. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das in letzter Zeit gar nicht gespielt habe. Ich wollte das eigentlich die ganze Zeit spielen. Das ist der... Die ganze Zeit am PC oder am Pen. Das ist der One Punch Man Arena Fighter. Yep. Würdest du sagen, dass das im Vergleich zu anderen, du hast ja auch Jump Force und die Naruto-Spiele angespielt, würdest du sagen, dass es im Vergleich zu anderen Anime Arena Fightern besser ist, oder... Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen besser, obwohl da gibt's ein paar mehr Mechaniken. Okay. So vom Kampfsystem her würde ich schon sagen, es ist besser. Und wer ist dein Main? Also von dem, die ich gespielt habe. Mein Main ist den Charakter, den man selber erstellt, weil den wird man am Anfang am meisten spielen. So im Laufe des Spiels habe ich so erfahren. Schaltet man noch die ganzen anderen Charakter frei, die man dann in Online-Kämpfen spielen kann. Aber weil ich kein PS Plus habe, kann ich auch keine Online-Kämpfe machen. Ah, das ist natürlich doof. Ja, die einzige Chance, wo ich jetzt noch mit dem anderen Charakter spielen kann, halt die vorgefertigten, halt die aus der Story, wäre entweder in der Story selber, in solchen Kämpfen, wo die dann vorkommen, oder in einem freien Kampf. Und freie Kämpfe sind komplett unnötig, weil die denen nichts bringen in diesem Spiel. Ich meine, in Naruto Ultimate Ninja Storm haben die dann noch teilweise was gebracht. Wenn man die gemacht hat, hat man noch Geld bekommen. Hat die Naruto-Währung Rio. Ja, ist bei dem Jojo-Spiel auch so. Bei One Punch Man Road to Hero ist das nicht das Handyspiel? Road to Hero ist die Anime-OVA. Ehrlich? Ja, stimmt. Oh. Aber in dem Spiel hat One Punch Man Hero Nobody Knows. Nix, Digga, kriegst du nix für einen freien Kampf. Komplett behindert. Aber es hat sich gelohnt, weil man kann da wachsen, man kann da alle spielen. Zumindest alle, die man freigeschaltet hat. Also auch Moomin Rider. Ja, sogar Moomin Rider. Nice. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, dass es nicht so viele Charakter gibt. Also es gibt schon gute Zahl an Charakteren, aber ich habe ein paar mehr erwartet. Wie viel sind es denn so circa? Fuck mal, ich weiß es gar nicht. Ich schätze mal 30. Das geht aber noch für Arena Fighter. 30 oder 20? Keine Ahnung. Im 20 aufwärts. Okay. Ansonsten so habe ich nicht viel gemacht. Eigentlich schon, aber. Weiter. Eigentlich nicht. Das waren auf jeden Fall die Spiele, die wir derzeit gespielt haben. Letzte Woche habe ich Great Pretender gesehen. The Great Pretender. Was ist das? Obwohl, nein, einfach. Nein, jetzt habe ich einfach nur Great Pretender. Das ist eine Anime-Serie auf Netflix. Die. Davon ist bisher die Hälfte draußen, die ersten 14 Folgen. Darum geht es um. Naja, Conman aus. Ein Typen aus Japan, der einem anderen Typen bis nach Amerika folgt, weil er ihm das Geld geklaut hat und das dann zurückholen möchte, und er wird dann in einen Drogendeal mit einem Hollywood-Star verwickelt und versucht, die anderen zu überlisten, und ist dann mal hin und her mit der hat jetzt den überlistet und das hat eigentlich den überlistet und das war eigentlich sein Plan und das war dies Plan, und das geht soweit im ersten Arc soweit so, aber bisher sind 3 Arcs draußen im ich werde zu viel spoilern, aber im zweiten Arc geht es um Flugzeugrennen und im dritten Arc geht es um Bilderauktionen. Der dritte Arc ist wirklich, wirklich gut, aber grundsätzlich würde ich sagen, das ist ein
ein Heist-Film als Anime-Version. Also ist ziemlich gut. Und am Anfang war das ziemlich gut. Da haben die japanischen Voice-Actor auf Englisch gesprochen. Und dann irgendwann, mitten als sie in Amerika waren, war einfach so ein Text auf dem Bildschirm, wo drauf stand: Von jetzt an werden wir alles einfach automatisch ins Japanische übersetzen, aber sie reden weiter Englisch. Bisher ist aber noch keine englische Version verfügbar, leider. Ich schätze mal, das wird sich in der in Zukunft ändern. Ja, die zweite Hälfte ist auch noch nicht draußen, das heißt, das wird auch noch rauskommen. Aber wenn man gerade... Ist schon angekündigt, wann die rauskommt. Nein, leider noch nicht. Ich würde das gerne wissen. Wenn man gar nichts zu tun hat und unbedingt ein Anime sehen möchte, kann man das machen. Kann ich empfehlen. Das Netflix-Original? Ja, das ist Netflix-Original, das kann man nur auf Netflix sehen. Erinnert mich ein bisschen an Cowboy Bebop, wenn ich mit irgendwas vergleichen müsste. Hat auch einen ziemlich guten Artstyle. Ah, Cowboy Bebop ist gut. Ist gut. Und was gut auch gut ist, ist, dass das Ending ist The Great Pretender von Freddie Mercury. Was ziemlich gut passt dafür. Ich meine, sowas passiert auch nicht häufig. Great Pretender. The Research. Ja. Ich das jetzt sehen. Tja, leider habe ich kein Netflix mehr, weil irgendwie die Connection zu dem Netflix-Account von meinem Cousin auf der PlayStation nicht mehr verfügbar ist. Ich weiß nicht warum. Ja. Jedes Mal, wenn ich kein Netflix mehr habe oder es abgelaufen ist, denke ich mir, fuck, Digga, warum habe ich die Zeit nicht genutzt und auf Netflix Anime geguckt? Weil jedes Mal, wenn ich Netflix habe, nutze ich es nicht. Null. Ah, ist schade. Ja, es ist zwar auf Netflix, aber man kann das auch woanders sehen. Also auf nicht legalen Seiten natürlich. Das machen aber alle natürlich nicht. Natürlich nicht. Ach, niemand. Niemand. Nein, die ganz nicht illegalen Leute. Ansonsten habt ihr nichts gesehen? Also. Ja, so Jeldrick. Ja, ich glaube nicht. Ich muss gerade überlegen, aber sonst nicht. Ich habe ein bisschen SpongeBob geguckt. Wow. Und sonst. Ich habe fast komplett Endgame geguckt. Also Avengers Endgame. Aber ich habe das Ende nicht gesehen. Oh, Kopf. Ja, das war's eigentlich, glaube ich. Ja, ha. Das war's. Sonst habe ich nicht viel gesehen. Ich habe noch weiter, weil es läuft ja gerade in der Anime-Season, Food Wars gesehen. Das ist, ich wollte gerade sagen, das ist ganz okay, aber eigentlich nicht. Eigentlich ist die neue Staffel gar nicht mal so gut. Das ist ja basierend auf dem letzten Arc im Manga, wo der Mangaka erfahren hat, ja, Food Wars wird jetzt aufhören, mach mal eben schnell ein Ende und er da eben was hingebuselt hat. Es ist wirklich nicht so gut. Also, man kann sich's ansehen, wenn man interessiert ist, aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man Food Wars guckt und das mag, würde ich sagen, nach dem Asami Arc hat das Ende ist schon eigentlich ein gutes Ende. Das kann man eigentlich gut lassen. Man muss nicht unbedingt die neueste Staffel, was auch die letzte Staffel sein wird, gucken, also. Ja, weiß ich nicht. Die haben einige Sachen ruiniert. Ich will jetzt auch nicht so groß spoilern. Aber, nee, kein großer Fan. Ich werde es noch zu Ende gucken, weil ich Food Wars an sich mag, aber keine Empfehlung. Ein Ende bei Food Wars kann ich mir kaum vorstellen. Was, wie soll denn da was enden? So Chefkoch der Welt werden oder was? So Ziel erreichen? Ende? Ja, also es gab, vorher wurde in der Serie immer dieses große Kochturnier, das Blue, angedeutet, auf dem Somas Vater nicht hingegangen ist, weil er keine Lust drauf hatte. Und dort ist Soma jetzt gerade, aber okay. Ich denke, ich will jetzt eigentlich ins Spoiler-Territorium reingehen, aber die haben vorher halt immer einen großen Kampf zwischen Soma und seinem Vater angedeutet, so über die ganzen Serie hinweg. Es fing damit an, es ging immer wieder, er kam wieder her, sein Vater hat ihn besiegt und es ist mittlerweile eigentlich klar, dass es diesen Endkampf, wo Soma mit all seiner Erfahrung, die er über die ganze Serie gemacht hat, nicht geben wird. Also den wird es sehr wahrscheinlich nicht geben, wegen einer anderen Sache, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, aber die haben halt sehr viel Charakterisierung von established Charakteren aus dem Fenster geworfen, einfach nur für, hey, guck mal, hier ist ein großer Bösewicht, besieg den mal. Ja, und das war's mit Food Wars.
erstmal, wenn wir schon bei Anime sind, so generell anime-technisch habe ich jetzt safe seit 6 Monaten oder so nichts mehr geguckt, gar nichts. Ich habe nur irgendwie auf YouTube oder online ein paar Manga und so ein Shit geguckt. Hauptsächlich Junji Ito, weil Junji Ito, sei es, ist gruselig, gruselig, aber Junji Ito ist super interessant. Oh ja. Das hast ist, du. Das Design von manchen Viecher, Digga. Es ist einfach. Digga, ja, Junji Ito ist super. Das also, das ist. Die Uzumaki-Reihe, die ist einfach. Das, also nur für die, die es wissen, Junji Ito ist ein bekannter Horror-Manga-Zeichner aus Japan. Hast du Dissolving Classroom gesehen? Ja. Alter, das war... Nee, obwohl, warte, Dissolving Classroom? Ja. Nee, hab ich nicht angeguckt. Ah, ich finde, also bis jetzt am geilsten fand ich entweder... Warte, ich muss kurz überlegen, wie hieß denn das immer? Entweder fand ich jetzt Hellstar Remina. Hab ich nicht am besten, weil jetzt habe ich mir jetzt safe schon irgendwie 5-mal reingezogen. Okay, ist das gut? Oder... Ja, das ist ziemlich gut. Warum geht's denn da? Ich würde sagen, es wird von 0 auf 100 eskalieren. Hm. Dann sag ich, es geht um so Wissenschaftler, so ein Astronomie-Mann. Hm. Er hat ein Wurmloch. Also er spielt in der weiten Zukunft, so irgendwie 2000... Weißt was ich? 2080 oder so ein Scheiß. Und mit einem krassen Teleskop, mit einem neuen entwickelten Teleskop, hat ein Wissenschaftler, der auch eine Tochter hat, die heißt Remina, was später sehr wichtig für den Plot ist. Er hat mit dem Teleskop weit im Universum ein Wurmloch entdeckt und hat damit dann schon richtig Patte gemacht, ist richtig berühmt geworden. Und dann später mit einem verbesserten Teleskop konnten die durch das Wurmloch gucken in eine andere Dimension. Oh. Und in dieser Dimension haben die einen neuen Stern entdeckt. Naja, ein Stern, ich würde sagen, Planet, Stern. Oh, scheiß drauf, ich sage einfach Stern. Okay. Den hat der Doktor nach seiner Tochter benannt. Hm. Die dann anschließend zum Weltstar wurde. Also, es drehte sich nichts mehr um den Stern selber, sondern um sie. Okay. Weil jetzt alle dachten, boah, 0 auf 100, oder die ist jetzt berühmt. Und später stellt sich heraus, dass der Stern, den sie entdeckt haben, da hatte später ein Kollege von dem Astrologen, der das entdeckt hatte, nochmal den Stern unter die Lupe genommen. Und der hat einen wilden Kurs, also komplett skurrilen Kurs, unvorhersehbar. Und der hat dann Fullkurs Richtung Erde genommen, aber erst als der Kollege von dem Astrologen den Stern nochmal angeschaut hat, und dann hat er gesehen, dass der Stern ein Auge hat. Ein Auge. Oh. Und er hat ihn genau angeguckt. Und ich glaube, deswegen ist auch der Stern full Kurs auf die Erde gegangen. Und von da an eskaliert alles komplett von 0 auf 100. Also, das Ding ist, ich will da nicht mehr spoilern. Das, und die vielleicht mal Stern, es gibt auch ein Bonus-Chapter, wo so eine reiche Familie auf den Stern drauf ist, und Bruder. Damn. Okay. Digga, das sieht so. Gab es dazu auf nicht jeden Fall. Also der da rauskam vor 2 Jahren oder so? Nein. Der gehört quasi jede Folge eine andere Geschichte. Ja, irgendwas Junji Ito mit diesem rausgekommen sein, aber ich glaube, das soll nicht gut gewesen sein. Das habe ich auf Crunchyroll geklickt, das ist scheiße im Gegensatz zu Manga. Das Ding ist, ich glaube, man kann auch Junji Itos Zeichen konnte nicht wirklich in Anime über. Das geht nicht. Also, ich würde sagen, das ist einer der Manga-Autoren, die einfach im Manga bleiben müssen. Also, ich stelle mir das sehr schwer, das gut im Anime umgesetzt zu sehen. Und sonst so Anime-Manga-technisch habe ich jetzt eigentlich ziemlich viel geplant zu gucken. Oh ja, ich auch. Zum Beispiel wollte ich jetzt Hunter x Hunter gucken. Oh, gut. Ich wollte Dr. Stone zu Ende gucken. Ja. Warte, was war denn da noch? Auf jeden Fall, ich wollte Naruto Original nochmal nachgucken, weil ich hatte das die meiste Zeit auf einem kaputten Handy oder auf ein 3DS geguckt. Eine New 3DS. Ja. Und auch zwischendurch lange, lange Pausen gemacht, weil einfach ich nicht in der Lage dazu war, das zu gucken. Hm. Irgendwie zwischendurch mal einen Monat Pause gemacht, mal ein halbes Jahr Pause gemacht, mal ein ganzes Jahr Pause gemacht und dann weitergeguckt.
Warum auch immer und wie auch immer. Kenn ich. Tja, und dann. Dann stimmt, Jojo will ich auch gerne zu Ende gucken. Oh ja, Jojo ist gut. Ich bin jetzt erst bei Part 2. Oh, Part 2 Anfang irgendwo. Oh, da kommt noch so viel Gutes. Dann freue ich mich auf unsere Hunter-Hunter-Konversation. Ja, muss ich auch noch gucken. Was ich auf jeden Fall auch gucken. Ja. Nachgucken will, ist Full Metal Alchemist Brotherhood. Ah ja, das ist auch gut. Das hat ja auch vernünftig geguckt. Ist immer gut. Deswegen bin ich jetzt am überlegen, ob ich mir mit meinem Geld leider Gottes Netflix kaufen. Oder muss. Ja, wenn du, wenn du den Netflix... Der steht mir nicht hier. Ja, wenn du dir Netflix holst, dann würde ich dir auch empfehlen, dass du Psyche-Kun guckst. Das ist ein Shonen Comedy Anime. Der ist ziemlich gut. Ja, aber auf meinem Notizen steht Training. Darüber wolltest du irgendwas erzählen? Ja, hey, dann erzähl mal. Denn ich habe jetzt safe seit einer Woche nicht mehr trainiert. Und das ist vor allem im kampfsportlichen Bereich ziemlich scheiße. Was genau machst du denn? Also ich mache jetzt generell eher Tricking. Tricking ist eine Art Tumbling, falls ihr wisst, was das ist. Das ist so Akrobatik und so. Vermischt mit verschiedenen Moves aus verschiedenen Kampfsporten wie Karate, hauptsächlich Taekwondo, wegen den ganzen Kicks und so halt. Und da kann es ganz schnell mal zu Gelenkschmerzen kommen oder gerissenen Sehnen oder geprellten Körperglieden oder so ein Scheiß. Und bei mir ist jetzt das größte Problem mein rechtes Fußgelenk, Digga, das ist hauptsächlich der Knöchel, Digga, komplett. Das eine Mal, als ich trainiert hatte danach, weil ich hatte die letzten paar Wochen so eine Zeit, wo ich jeden Tag, egal ob es wehgetan hat oder nicht, bin ich aber rausgegangen und habe mein Safe 300% jeden Tag gegeben. Und bei dieser Hitze war das auch ein bisschen... Oh ja. Ja, ein bisschen extra. Und das hat man dann auch gesehen, die Folgen, weil ich meine, zu viel Training, weiß man ja, ist nie gut. Und dann hat man mein Fußgelenk gesehen, komplett angeschwollen. Oh. Aber es hat sich nicht mal auf mein Fußgelenk ausgewirkt, sondern auch auf mein linkes Knie, weil das ist auch ziemlich angeschlagen gewesen. Deswegen ich, wie man in meinen ganzen Videos sieht, an beiden Gelenken einen Gelenkschutz trage. Okay. Und ich habe daraus ziemlich viel gelernt, zum Beispiel, dass ich jedes Mal, bevor ich trainiere oder irgendwelche hohlen Kicks mache, erstmal mich aufwärmen und mich ein bisschen dehnen. Weil ich glaube, das schlimmste Szenario, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass eine Sehne reißt, was mir zum Glück noch nie passiert ist. Ich kann wirklich vom Glück reden, weil ich habe so viel... Ich will jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, aber... Ja, ich habe mir schmerzhaft vor. Dann würde ich sagen, war's das für unsere erste Folge. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Also, ich würde jetzt was sagen. Was? Ich, meinst du, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, viel Wasser trinken. Viel Wasser trinken? Meine Lieben. Ja, sehr wichtig. Stilles Wasser oder was bevorzugst du? Stilles Wasser oder Kohlensäurewasser? Ja, still. Beides, also jetzt so die ganze Zeit nebenbei trinken, stilles Wasser auf jeden Fall, aber Mineralwasser, also wenn man da mal so kaltes Wasser macht und das da mal eben da ein bisschen Sprudelwasser draus macht, ist das doch auch schon ab und zu mal ganz geil. Ah, nee, stilles Wasser, ja, all the way. Stilles Wasser, da bin ich gleicher Meinung, weil generell so kohlensäurehaltige Getränke, ich meine, kann man sich ab und zu mal geben, so Cola, Sprite oder so, aber ja, klar. Ich meine jetzt so Mineralwasser, vor allem wenn die Kohlensäure an warmen Tagen weg ist und das warm ist, das schmeckt einfach scheiße. Ja, wenn die Kohlensäure dann irgendwie weggeht oder es nur noch so ein bisschen ist, ist das sowieso ganz schlimm. Aber das ist schon, also, wenn die Flasche so einen Tag steht, ist meistens schon fast zu schlimm, also zu wenig wieder, sodass man merkt, da soll so Kohlensäure drin sein, aber es schmeckt dann einfach... Oder es fühlt sich komisch an, ich weiß nicht, ob es dann anders schmeckt. Auch großartig, aber es ist einfach... Ja, es schmeckt auf jeden Fall anders. Weil ich höre oft von Leuten, hey, ist doch eigentlich nur Wasser. Aber da ist ja immer noch Kohlensäure drin und Säure ist sauer. Und das verändert natürlich dann ein bisschen den Geschmack vom Wasser. Weil wenn man jetzt Wasser, was mal Kohlensäure hatte, also jetzt kein Mineral-Scheiß mehr war, sondern jetzt teilweise stilles Wasser ist, weil die Kohlensäure rausgegangen ist,
wenn jetzt Leitungswasser oder einfach stilles Wasser aus dem Laden nebeneinander stellen würde und das trinken würde, würde man direkt den Unterschied bemerken, würde ich sagen. Ja, klar. Außerdem schmeckt Wasser ja sowieso generell unterschiedlich. Also wenn ich jetzt so vergleiche, so das Wasser bei meinen Großeltern schmeckt immer so komisch nach, als wäre das, keine Ahnung, durch so Steine durchgelöst. Also weißt du, wäre das so Bach runtergeflossen, so zwischen irgendwelchen Edelsteinen entlang geflossen und danach trinke ich das. Und hier zu Hause. Boah, so richtig erfrischend oder was? Ja, keine Ahnung, das fühlt sich so sehr. Ja, weiß nicht, so mineralhaltig. Keine Ahnung, das. Ich weiß nicht, was das ist. Nachher ist das Kalk oder so, keine Ahnung. Und das fühlt sich halt einfach an, als wäre das wirklich einfach durch Steine durchgeflossen. Oder halt an Steine entlang. So, so schmeckt das keiner für mich. Weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Gut. Wenn man in Minecraft dieses Getränk hätte, das Wasser von deinen Großeltern, man würde das so trinken und würde dann so Cobblestone daraus bekommen. Also, das war so ein das war eine sehr lange Antwort, aber ich denke, wir werden versuchen, diesen Podcast so alle 2 bis 3 Wochen einmal zu machen. Ist zumindest so der Plan. Wollen wir sehen. Ja, und mal gucken, wenn ihr jetzt mal dabei vielleicht auch ist. Vielleicht mit ein paar mehr Mitgliedern. Vielleicht mehr, ja, genau. Vielleicht andere, wer weiß. Vielleicht sind nicht immer alle verfügbar. Ich meine, vielleicht ein lieber Störenfried. Ja, vielleicht mal ein Gast, wer weiß. Aber das sollte es mal gewesen sein für die erste Folge. Erstmal fürs Endwort. Für die Zukunft erstmal. Ganz kurze Ankündigung. Ich glaube, den Rap, den ich mache, lade ich auf Final Fight hoch. Also, seid gespannt. Stay tuned. Und damit, tschüss.